Figuren im Maßstab 1 zu 8. Detailgetreue Kopien lebender Vorbilder. Erschaffen mit einer Technik, die bis vor kurzem noch wenig bekannt war. Sie sind dreidimensional gedruckt. Die Miniaturen von Karin Sander stehen im New Yorker Metropolitan Museum of Modern Art in der Abteilung für Fotografie. Man kann schon von einer dreidimensionalen Fotografie sprechen und ich finde, dass dieser Begriff auch auf das Verfahren verweist und damit zutreffend ist. Frühe Arbeiten aus den 1990er Jahren mit groben Schichten. Trotzdem unverkennbar. Auch Karl Lagerfeld hat sich drucken lassen. Es war damals schon möglich, feste Gegenstände über längere Zeiträume zu scannen. Aber der Mensch, der sich bewegt, da muss es eine optimale Zeit geben, also relativ kurz, in wenigen Sekunden, müssen praktisch diese Daten erfasst werden. Gemeinsam mit Druckerherstellern hat die Künstlerin Techniken entwickelt, die immer genauere Figuren ermöglichen. Für ihr neues Projekt scannt sie eine junge Frau. Innerhalb kürzester Zeit ist die Dame mit Tasche abgetastet. Dabei erfasst ein Scanner nicht nur die Form des Menschen im Detail, mit einem speziellen Weißlicht registriert er auch die Farben. Und überführt sie in ein digitales Modell. Bevor die Miniaturfrau gedruckt werden kann, muss Karin Sander sie am Rechner bearbeiten und Fehlstellen ausgleichen. Dann teilt das Programm die Figur in Lagen, die ein 3D-Drucker verarbeiten kann. Aus dem Computermodell wird Schicht für Schicht wieder ein dreidimensionales Objekt. Dazu spritzt der Drucker mit einer Düse Bindemittel in loses Kunststoffpulver. Genau an der Stelle, wo die Figur entstehen soll, wird so das Pulver verklebt und die Miniatur baut sich auf. Vom überflüssigen Pulver befreit, erscheint die Frau genau in der Pose, die sie im Moment des Scans eingenommen hat. Ob man sie nun gedruckte Skulpturen nennt oder dreidimensionale Fotografie, die Figuren faszinieren. So sehr, dass in den letzten Monaten gleich mehrere Firmen gegründet wurden, bei denen sich jedermann ein Abbild seiner selbst schaffen lassen kann. Die Nachfrage ist groß. Gesellschaftlich ist das für mich die Killer-Applikation. Das heißt, die erste Applikation, die wirklich einer großen Masse an normalen Menschen, die jetzt keine technischen Nerds sind, die Potenziale aufzeigt. In der offenen Werkstatt im Beta-Haus Berlin treffen sich Neugierige, die ausprobieren wollen, was Karin Sander schon perfektioniert hat. Sie drucken Figuren. Seit kurzem ist die 3D-Drucktechnik für Hobbyanwendungen erschwinglich. Es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten. Das ist genau das Spannende, finde ich, dass man halt in jedem Bereich, in jeder Berufsgruppe eine Anwendungsmöglichkeit finden kann. Und dass man die letztendlich in der Hand hat und dass man die aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Und das fasziniert mich. Ich glaube, dass man da sehr exakte Modelle bauen kann. Also natürlich viel exakter, als wenn man das mit der Hand bauen würde. Ich finde es eigentlich faszinierend, dass man da noch nicht vorher drauf gekommen ist. Wenn man das erste Mal hört, denkt man, also man kriegt es, glaube ich, erstmal so nicht zugeordnet, wenn man noch nie was gesehen hat. Und wenn man es dann sieht, ist es irgendwie das Logischste, was man sich vorstellen kann, dass man halt eine Schicht auf die andere druckt und dadurch halt ein Objekt entsteht. Mittlerweile gibt es ganz unterschiedliche Drucktechniken. Auch diese simple Desktop-Maschine, die um die 2000 Euro kostet, druckt nach dem Schichtprinzip. Aus einer Düse, vergleichbar mit einer sehr feinen Heißklebepistole, wird flüssiger Kunststoff genau an die zuvor berechnete Stelle gespritzt.
Erst viele, viele Schichten übereinander bilden ein dreidimensionales Objekt. Je nach Größe dauert der Vorgang zwischen 20 Minuten und 2 Stunden. 3D-Drucker gibt es seit 30 Jahren. Genauso wie bei den Computern dauerte es lange, bis die Geräte einfach und kompakt genug wurden, dass auch Privatpersonen sie nutzen können. Sehr schönes Bild. Für den Innovationsforscher Frank Piller gibt es im Moment keine spannenderen Maschinen. Für gestandene Ingenieure ist der 3D-Druck der absolute Albtraum. Weil alles, was sie einmal gelernt haben, können sie jetzt vergessen. Der klassische Ingenieur lernt, dass er fertigungsgerecht konstruieren soll. Also so, dass ich vielleicht bestimmte Montagevorgänge besonders gut vollziehen kann. All dieses Wissen ist obsolet. Aber auf der anderen Seite ist es eine unheimliche Chance für kreative Ingenieure, diese Potenziale der Technologie richtig zu nutzen. Um einiges präziser, aber auch wesentlich teurer als die Workshop-Drucker aus Berlin sind diese Maschinen. Sie kosten um die 300.000 Euro und sind schon dabei, ganze Produktionsprozesse in der Industrie umzukrempeln. Ohne Werkzeug und in einem Stück entstehen komplexe Formen aus leichtem Kunststoff. Ergonomische Sitze. Auf den Millimeter passgenaue Implantate für die Chirurgie. Oder Bauteile für die Auto- und Luftfahrtbranche. Von Grund auf verändert hat das 3D-Verfahren die Zahntechnik, seitdem sich auch Metalle drucken lassen. Der Zahntechniker braucht stellenweise 2-3 Stunden, um ein Bauteil in Wachs anzufertigen, während ich das Ganze auf dem Rechner in 15 bis 20 Minuten machen kann. Das ist ein großer Zeitvorteil. Und ich kann natürlich auch andere Technologien nutzen. Ich kann zum Beispiel im Mund scannen, ich brauche keinen Abdruck mehr. Das wird die Patienten freuen. Mit Hilfe eines Lasers verschmilzt der Industriedrucker Metallpulver an der Stelle, an der der Zahnersatz entstehen soll. Erstmal habe ich einen kompletten Datensatz, den wir mittels einer Software wie mit einem Eierschneider in dünne Scheiben schneiden. Und die Software geht einfach her von der Maschine und nimmt sich die erste Schicht von dem Datensatz. Und überall da, wo sozusagen Material ist, fährt der Laser das Pulver ab und schmilzt das Pulver auf und es schmilzt und erstarrt. Und darauf die zweite Schicht aufgebaut. Die verschmilzt sich dann mit der Schicht darunter. Und so verschmilzt sich immer die obere Schicht mit der darunterliegenden, bis über mehrere Schichten das Bauteil entsteht. Bis zu 150 individuelle Implantate schafft der Drucker pro Tag. Voll automatisiert. In den letzten Jahren wurden Zahnkronen häufig aus Kostengründen in Asien gefertigt. Mit der 3D-Technik wird die Produktion wieder zurück nach Deutschland geholt. Wie ein Archäologe legt der Zahntechniker behutsam keine alten, sondern funkelnagelneue Zähne frei. Nur noch die Stützkonstruktion muss entfernt werden. Danach ist der Zahnersatz fertig. Mit Keramik verblendet, werden sie von echten Zähnen nicht zu unterscheiden sein. Immer weitere druckbare Metalle eröffnen neue Einsatzmöglichkeiten. Für Maschinenbauteile und Wärmetauscher werden besonders widerstandsfähige Materialmischungen verwendet. Und seit kurzem kann man auch Gold drucken, so wie es ein Goldschmied nie formen könnte. In manchen Bereichen wird der 3D-Druck wirklich unser wirtschaftliches System verändern. Weil wir haben sehr lange Arbeitsteilung in der Weltwirtschaft dadurch betrieben, dass wir in manchen Ländern gedacht haben und in anderen billig produzieren lassen.
Das ist jetzt eine sehr automatisierte Technologie. Ob die 3D-Druckmaschine jetzt in Deutschland oder in China steht, ist eigentlich egal. Ganz im Gegenteil, wenn der Verbrauch in Deutschland ist, wird sie eher in Deutschland stehen, weil ich mir dann die Transportkosten spare. Die Verlagerung der Produktion in Niedriglohnländer hat zu gigantischen Warenströmen weltweit geführt. Die 3D-Drucktechnologie wird dazu führen, dass ein Teil der Produktion zurück in die Hochpreisländer kommt. Das spart Zeit, Transportkosten und schont die Umwelt. Zu den Vorreitern im Einsatz der 3D-Drucker für Wissenschaft und Forschung gehört das Team der Technischen Universität Berlin. Sie haben sich parallel zur Weiterentwicklung der Maschinen ein umfangreiches Fachwissen erworben und machen dadurch viele Forschungsvorhaben erst möglich. So wie im Ägyptischen Museum in Berlin. Die Schätze aus der Zeit der Pharaonen, wie die Büste der Nofretete, stellen Restauratoren vor große Herausforderungen. Wie sollen sie die fragilen, kostbaren Exponate behutsam restaurieren und bewahren? Als nicht reproduzierbar gilt die kleine, bunt bemalte Figur der Tehe. Ein normaler Gipsabdruck der 3000 Jahre alten Statue, undenkbar. Der 3D-Drucker und ein besonders schonendes Abtastverfahren sollen jetzt den Kunstschatz für die Nachwelt erhalten. Die Oberfläche der Büste wird mit einem Streifenlichtscanner vermessen. Der besteht aus einer Lichtquelle, zwei Kameras und einem Laptop. Licht wird streifenförmig auf die Statue projiziert. Kameras erfassen, wo das Licht auf die Figur trifft und wo es Schatten wirft. Die Oberfläche lässt sich so millimetergenau vermessen. Für die Objekte ist der Streifenlichtscanner insofern von Vorteil, als wir die Oberflächenbeschaffenheit nicht abnehmen durch einen Abguss zum Beispiel, sondern eben fast vollständig berührungsfrei, indem wir halt mit diesem Streifenlicht die Struktur abbilden. Hier zeigt sich, dass nicht nur der Drucker selbst eine Neuerung ist. Es sind die digitalen Vermessungsmethoden, die ein hochpräzises Druckerabbild erst möglich machen. Das gescannte Abbild des Kopfes wird im 3D-Drucker fast unsichtbar wieder zu einer Statue. An der genauen Kopie werden Kunsthistoriker forschen, ohne das Original zu gefährden. Für weltweite Ausstellungen können Repliken versendet werden. Die echte Tehe muss dem Risiko eines Transports nicht mehr ausgesetzt werden. Darf ich mal sehen, was Sie sonst noch jetzt fertig gedruckt haben? Ja, also hier, das sind so die passenden Stühle dazu. Mhm. Auch sehr filigran geworden. Brauche ich mich ja fast nicht anfassen hier. Repliken in Miniatur für den Architekten Wilfried Lambert. Geliefert vom 3D-Druckservice von Marlene Vogel und Florian Reichle. Die Puppenmöbel sollen die anspruchsvolle Kundschaft des Innenausstatters überzeugen. Er möchte es ihnen einfacher machen, sich vorzustellen, wie später Sofa, Sessel und Tisch in der neuen Wohnung aussehen. Wir müssen jetzt sozusagen Erfahrungen sammeln und wir haben ja nicht das Know-how und am Ende geht es uns darum, dass wir mit den Ergebnissen arbeiten. Also das heißt, wir finden es schon toll, wenn Leute mit dem entsprechenden Know-how uns diese Dinge zur Verfügung stellen. Also ich lerne jetzt gerade viel, ich lerne viel, dass perfekte Daten für uns noch lange nicht perfekte Daten zum 3D-Druck sind. Also die Erfahrung müssen wir nicht selber machen, wenn wir sie dann von der Truppe mitgeteilt bekommen.
Für Wilfried Lembert ist der Besitz eines 3D-Druckers überflüssig. Die jungen Start-up-Unternehmer übernehmen die gesamte Abwicklung und liefern die fertigen Teile. Ein Grund für den derzeitigen Hype des 3D-Drucks ist vielleicht auch, weil es wunderbar in die Vision der Shared Economy passt. Unter Shared Economy versteht man einfach eine Wirtschaft, in denen sowohl die Produktionsmittel, sprich die Maschinen, wie vielleicht aber auch die Produkte, die Ergebnisse daran, aber auch die Daten, die die Produkte definieren, in einer Community, in einer Gesellschaft geteilt werden. Weil es eigentlich gar keinen Sinn macht, dass man so einen Drucker selbst besitzt. Das ist wie eine Kopiermaschine. Die wenigsten Leute besitzen eine Kopiermaschine, aber überall steht ein Copyshop, wo man einfach hingeht, wenn man was kopieren muss. Und genauso ist es mit diesen Druckern. Die guten Geräte sind noch teuer. Und praktisch jede Woche kommen neue, leistungsfähigere Maschinen auf den Markt. Das Startup versteht sich als Schnittstelle zwischen einfacher Bedienbarkeit und professionellem Druck. Unsere Plattform hat im Wesentlichen drei Funktionen. Das ist zum einen der 3D-Druckservice. Auf dem kann ich mein virtuelles Design einstellen und Farbe, Material wählen und es dann einfach ausdrucken lassen. Ich bekomme es innerhalb kürzester Zeit per Post nach Hause geliefert. Ich habe zudem die Möglichkeit, mein einmal aufwendig designtes Design anderen zum Verkauf anzubieten. Wir wollen dann Schritt für Schritt das immer noch weiter vereinfachen und somit auch immer mehr Leuten zugänglich machen, sodass wirklich in Zukunft jeder die Möglichkeiten des 3D-Druckens nutzen kann und selber zum Produzenten werden kann. Der 3D-Drucker eröffnet dabei eine neue Dimension der Individualisierung. Denn ob ein Objekt einmal oder tausendmal gedruckt wird, ändert nichts an den ohnehin schon niedrigen Kosten. Somit muss nur noch das produziert werden, was der Kunde tatsächlich bestellt hat. Kundenwünschen sind nun keine Grenzen mehr gesetzt. Farbe, Form und Größe lassen sich einfach variieren. Und kaputte Einzelteile können ersetzt werden, ohne horrende Preise bei eBay dafür zu bezahlen. Die dreht hohl. Reparieren statt wegschmeißen. Häufig lohnt sich ein Gang in die Werkstatt nicht. Dann kann ein ausgedrucktes Ersatzteil schnell selbst eingebaut werden. Florian Reichle und sein Kunde wollen eine fast neue Küchenmaschine vor dem Müll retten. Einzig ein kleines Zahnrad ist kaputt gegangen und legt die Saftpresse lahm. Das dreidimensionale Vorbild für das Ersatzteil haben sie im Internet gefunden und ausgedruckt. Noch sind es nicht die Hersteller, die die Konstruktionen online stellen, sondern andere Konsumenten. Und dann hast du es uns geschickt und wir haben es für dich ausgedruckt. Genau. Ja. Eins der größten Probleme derzeit ist, dass natürlich garantiert werden muss, dass diese Ersatzteile auch die notwendige Beständigkeit besitzen. Das heißt, dass dieses Zahnrad beispielsweise genauso stabil ist oder am besten noch stabiler als das vorherige. Und dafür müssen natürlich gewisse Materialeigenschaften garantiert sein. Doch erste Hersteller sehen auch Chancen. Sie können sich die kostspielige Logistik von billigen Bauteilen ersparen. Den Bastlern ist es gelungen, die Maschine läuft wieder. Aber die Urheberrechtsdebatte bekommt eine neue Qualität. Aus rein rechtlicher Sicht ändert sich durch 3D-Druck erstmal am Urheberrecht überhaupt nichts. Der, der etwas entwickelt, hat das Recht dran. Das Spannende ist, dass der Schutz und das Einklagen und das Verfolgen seines Rechts immer schwieriger wird. Wenn klassischerweise jemand meine tolle Blumenvase kopiert hat und in den Handel gebracht hat, konnte ich das relativ schnell entdecken und ihn verklagen. Wenn sich jemand jetzt einen 3D-Scan der tollen Blumenvase runterlädt und selbst zu Hause ausdruckt, können wir das ja fast nicht mehr mitbekommen. Deshalb wird es meines Erachtens neue Urheberrechtsmodelle geben müssen. Was schon die Film- und Musikbranche in Verzweiflung gestürzt hat, droht in Zukunft ein Problem für die gesamte Industrie zu werden.
Lösung des Dilemmas könnte ein technischer Kopierschutz sein, denn diese Produkte aus der Top-10-Liste der am meisten gefälschten Waren lassen sich zum Großteil schon heute drucken. Doch die Chancen für die Industrie sind wohl größer als die aufgezeigten Risiken. Bauteile können immer genauer gedruckt werden. Die Maschinen werden immer schneller. Prototypen für Autobauer etwa, die bislang aufwendig aus Ton und Sperrholz modelliert wurden, lassen sich per 3D-Druck schnell und einfach herstellen. Ein besonderes Modell erschuf die Firma Voxeljet für Hollywood. Der Aston Martin DB5 ist der legendäre James-Bond-Dienstwagen aus den 1960er Jahren. Im Film Skyfall erlebte der Oldtimer ein explosives Comeback. Um in Action-Szenen nicht das sündhaft teure Original in die Luft jagen zu müssen, setzten die Produzenten auf gedruckte Doubles. Ein eher exotischer Auftrag. Doch immer mehr Unternehmen nutzen die neuen Werkzeuge. Der Stellenwert der 3D-Drucker in der Industrie ist schon relativ hoch einzuschätzen. Gerade innovationsgetriebene Industrien, Branchen wie zum Beispiel die Automobilindustrie, haben sich da schon relativ frühzeitig drauf gestürzt. Und in deren Entwicklungsprozessen ist das eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Der Sprung in die serielle Produktion und damit in die unmittelbare Anwendung und den Alltag ist die nächste große Herausforderung und Chance der Drucktechnik. Dabei könnte diese schräge Maschine eine entscheidende Rolle spielen. Denn sie macht die Fließbandproduktion auch von kleinsten Stückzahlen und individualisierten Bauteilen möglich. Während vorne der Druckprozess läuft, rutschen hinten die fertigen Teile raus. In diesem Fall Zylinderkopfgussformen aus Sand für die Autoindustrie. Auch sehr lange Bauteile sind für diese Maschine kein Problem mehr. Mittlerweile springen aber auch andere Branchen auf, wie Medizintechnik, Architektur, allgemeiner Maschinenbau und zum Beispiel auch Pumpenhersteller, im weitesten Sinne Turbinenhersteller, die das auch erkannt haben, für sich selbst niedrige Stückzahlen mit komplexen Geometrien da abzubilden. Diese Modelle für ein Turbinenradgussteil sind dringend benötigte Ersatzteile. Direkt vom Computerbildschirm geht es in die Produktion. Im weltweit größten 3D-Drucker bauen sich in 300 Mikrometer dicken Quarzsandschichten gleich 40 Teile auf einmal auf. So viele Formen sind nötig, denn jede Gussvorlage kann nur einmal verwendet werden. Hätten wir das Ganze konventionell angegangen, wären wir irgendwo bei 2-3 Monaten gelegen. Wir wollten das in sehr kurzer Zeit durchziehen, innerhalb von 4-5 Wochen, bis zum Gussteil. Und das wäre mit konventioneller Technik einfach nicht möglich gewesen. Nicht nur, dass hier gleich mehrere Teile auf einmal gefertigt werden. Den größten Vorteil bringt die Herstellung in einem Stück. Das macht gleich mehrere Arbeitsschritte überflüssig, spart Geld und in diesem Fall wertvolle Zeit. Ohne 3D-Drucker undenkbar. Viel zu komplex ist die Struktur der Gussteilmodelle. Die konventionelle Art, diese Bauteile herzustellen, erfolgte früher über das Zusammenfügen von Einzelteilen. Man sieht hier sehr viele verschiedene Einzelteile, die dann später den ganzen Kern darstellen. Man muss die bei der Montage, beim Herstellen des Kernes zusammenfügen. Man sieht aber schon hier, es gibt da Probleme, es gibt Toleranzen, die man da in das Gussteil mit hineinbringt. Um solche Probleme zu vermeiden, haben wir das auf unsere Art und Weise gemacht. Wir haben das komplette Bauteil gedruckt und können es auch so, wie es hier steht, ohne Grate, ohne Genauigkeitsverlust weiterverwenden beim Gießer. Und hier nebendran sieht man
das fertige Rohgussteil, das dann nur noch nachbearbeitet werden muss, spannend, und dann bereit ist, eingesetzt zu werden. Bald könnte sogar das aufwendige Gießen überflüssig werden und die Turbine direkt aus dem Metalldrucker kommen. Gerade im Bereich der druckbaren Materialien erwarten Ingenieure Fortschritte, die zu immer neuen Anwendungsmöglichkeiten führen. Man sieht, 3D-Druck ist eine Systemtechnologie, wie man das in der Wissenschaft nennt. Und deshalb wird es auch nach meiner Meinung durchaus noch einige Jahre dauern, bis das so richtig alles etabliert ist. Weil das System ist nur so gut wie das Schwächste seiner Teile. Und da müssen wir an manchen Bereichen jenseits des 3D-Druckers wirklich noch dran arbeiten. Angespornt von der beeindruckenden Entwicklung der Maschinen und Materialien wachsen die Träume ins Überirdische. Die Europäische Weltraumagentur ESA möchte Mondgestein in Unterkünfte für zukünftige Mondbewohner verwandeln. Dann müsste nur ein 3D-Drucker auf den Trabanten geschafft werden und könnte eine Besiedlung, zumindest theoretisch und in ferner Zukunft, einfacher machen. Um einiges greifbarer ist die Idee, die hinter diesem Automodell steckt. Im Windkanal der Technischen Universität Berlin bereiten Christoph Strangfeld und Dirk Wieser eine Messung vor. Sie wollen die außerordentlich komplexen Strömungen an Autos mit einem 3D-gedruckten Minimodell entschlüsseln. Der Vorteil des 3D-Druckverfahrens ist, dass wir sehr schnell detaillierte Geometrien herstellen können, wie zum Beispiel Spiegel oder Räder, die mit herkömmlichen Fertigungsmethoden so gar nicht herstellbar gewesen wären. Das Auto hilft durch die gedruckten Details, den Windwiderstand besser zu verstehen und zu minimieren. Die reine Computersimulation eines digitalen Wagens im virtuellen Windkanal ist dafür nicht aussagekräftig genug. Jetzt sammeln die Ingenieure am realen Modell tausende präzise Messdaten, die in Zukunft Autos windschnittiger und spritsparender machen sollen. Auch kaum Sichtbares kommt aus dem 3D-Drucker. Einzig besonders leistungsfähige Mikroskope enthüllen diese Miniaturdrucke. Sie sind unvorstellbar klein. Nur wenige Tausendstel Millimeter groß und hunderte Mal feiner als ein menschliches Haar. Unser 3D-Druckverfahren basiert auf einem laserlithografischen Prozess. Das heißt, ultrakurze Laserimpulse werden eingesetzt, um ein Material zu belichten. Man kennt das so wie bei der Reparatur von Sprüngen in der Windschutzscheibe, wo auch UV-härtende Fotolacke zum Einsatz kommen. In diesem Tropfen aus lichtempfindlichem Lack wird gedruckt. Ein Laser härtet verschwindend kleine Mengen des Baustoffs. Um die enorme Detailgenauigkeit zu überprüfen und zu demonstrieren, wird das Brandenburger Tor im Mikroformat gedruckt. Schichtweise wächst das Berliner Wahrzeichen. Genauer wird der Fotolack gehärtet. Unvorstellbare 0,15 mm ist es klein. Genauso winzig wie das Brandenburger Tor können auch kleinste Motoren oder maßgeschneiderte Gerüste für die Zellforschung gedruckt werden. Sie dienen den Zellen als Stützwerk und ermöglichen neue Einblicke in kleinste biologische Wachstumsprozesse. Es
Es ist ein Medizinertraum und wäre das Ende des Organspendedilemmas. Ein 3D-Printer, der nicht nur Zellen, sondern ganze Organe druckt. Das Drucken von Haut gelingt schon in kleinen Maßstäben. Doch ohne die Versorgung mit Nährstoffen kann das künstliche Organ maximal einen Quadratzentimeter groß sein. Deshalb arbeiten Forscher daran, dreidimensionale Blutgefäßstrukturen zu drucken. Dieser Drucker baut mit einem körperverträglichen Material kleine Gerüste auf, die in Größe und Form normalen Adern sehr ähnlich sind. Dann werden den Gerüsten Zellen eingesetzt, die daraus lebende Gefäße werden lassen. Haut aus dem Drucker könnte schon bald helfen, Wunden komplett verheilen zu lassen. Weitaus ambitionierter ist das Vorhaben, ganze Teile des Herzens zu drucken. Ein Computertomograph erstellt dazu hunderte Querschnittsbilder des Organs. Grundlage für eine lebensrettende Idee. Defekte Aortenklappen sind der zweithäufigste Grund für eine Herz-OP in Deutschland. Die heute erhältlichen Prothesen sind leider nur begrenzt haltbar. In Zukunft sollen sie aus dem Drucker kommen. Dafür konstruieren die Wissenschaftler aus hunderten Röntgenbildern eine 3D-Druckdatei. Zunächst haben wir den kompletten Scan eines Herzens. Daraus isolieren wir nur die Aortenklappe und die Aortenklappe wird dann im Nachhinein weitergedruckt. Die ersten gedruckten Herzklappen. Doch das ist erst der Anfang. Das Ziel des Forscherteams ist es, die gedruckte Klappe als Gerüst zu verwenden, um darauf im Labor menschliche Zellen anzusiedeln. Nach einigen Monaten soll dann das Gerüst verschwinden und eine Klappe übrig bleiben, die sich von einer körpereigenen nicht unterscheidet. Die Idee hinter dem Projekt ist die Erzeugung von vollkompatiblen biologischen Herzklappen, die in den Menschen eingesetzt werden können, dort mitwachsen können und nicht die üblichen Begleiterscheinungen haben wie herkömmliche Herzklappenprothesen. Dabei hängt alles von dem passenden Druckmaterial ab. Schließlich soll sich eine natürliche Gewebestruktur entwickeln, während sich gleichzeitig die gedruckte Basis langsam auflöst. Momentan testen die Wissenschaftler natürliche und naturidentische Stoffe auf ihre Verträglichkeit. Bei den Zellen, die auf das 3D-Modell gesetzt werden, ist die Forschung schon weiter. Die Herausforderung ist zum einen, eine optimale Zelle zu finden. Nicht jeder Zelltyp kann für die Klappenherstellung verwendet werden. Wir verwenden vaskuläre Zellen der Nabelschnur, isolieren diese Zellen und bringen diese Zellen auf das 3D-Herzklappengerüst auf. Auch wenn noch Jahre vergehen werden, bis diese Ersatzorgane am Menschen getestet werden können, die ersten Schritte sind gemacht. Am Ende könnten gedruckte Herzklappen mit lebenslanger Haltbarkeit mechanische Ersatzorgane ablösen. Nicht jeder Forschungsansatz ist so einleuchtend und nicht alles, was theoretisch möglich ist, wird auch Akzeptanz finden. Selbst Essen soll, in seine molekularen Bestandteile zerlegt, neu zusammengesetzt wieder genießbar sein. Einen Prototyp für dieses Verfahren gibt es bereits, den Schokoladendrucker. In Zukunft soll auch Fleisch aus dem Labor mit dem Drucker in Form gebracht werden. Grenzenlose Möglichkeiten führen manchmal zu skurrilen, aber auch zu bedenklichen Auswüchsen. Das Tolle am 3D-Druck ist, dass man da fast alles mit herstellen kann. Das ist aber auch die große Gefahr. Weil der Maschine ist es komplett egal, ob ich einen netten Teddybär oder eine Waffe ausdrucke. Und genau das ist ja passiert. Der Büchsenmacher Sigmund Mittag schaut sich mit dem 3D-Druckexperten Max Bauer alarmierende Bilder an. Was mir jetzt klar ist, wie der Druck in einer ganz anderen Dimension war. Das ist ein Colt M16, printed High Capacity Magazine. Cody Wilson auf einer Schießanlage in Texas. Der Jurastudent hat die Welt mit einer Waffe aus dem 3D-Drucker geschockt.
Erst hat er, wie bei diesen Gewehren, nur einzelne Teile mit der neuen Technik produziert. Doch seine Überzeugung ist, jeder soll eine Waffe besitzen und deshalb folgerichtig gleich selbst herstellen können. Dazu hat er eine Online-Plattform gegründet und einen brisanten Druckdatensatz zur Verfügung gestellt. 15 Einzelteile, die einmal gedruckt ein tödliches Plastikpuzzle namens Liberator ergeben. Der Befreier ist die erste schussfähige Waffe komplett aus dem Drucker. Der Waffenprofi ist alarmiert. Was ich jetzt wirklich heftig fand, ist, dass der tatsächlich mit dem Knüppel geschossen hat. Und ich sag mal so, aus meinem Gefühl heraus würde ich sagen, niemals. Die Waffe von Cody Wilson wurde mit einem 10.000 Euro teuren Industriedrucker hergestellt. Solche Profimaschinen stehen normalerweise nur in Firmen oder Universitäten. Damit kann in der Regel niemand unbeobachtet eine Waffe ausdrucken. Doch geht es auch mit einem günstigen Gerät, das nur 1.000 bis 2.000 Euro kostet und das sich jeder im Internet bestellen kann? Sigmund Mittag und Max Bauer wollen das erstmals im deutschen Fernsehen probieren und die Waffe ausdrucken. Das Experiment ist nur legal, weil Sigmund Mittag als Büchsenmacher, der normalerweise Jagdgewehre repariert, eine Lizenz zum Herstellen von Waffen hat. Also bitte nicht nachmachen. Seit mehreren Stunden druckt das Gerät die Einzelteile des Liberators. Der Bausatz, sprich die druckbaren Konstruktionspläne, kursieren im Netz. Da haben auch Sigmund Mittag und Max Bauer sie gefunden und an den Drucker geschickt. Hier ist es jetzt noch ein Bastelsatz. Das ist aus einem Bausatz entstanden, dieser Drucker. Da braucht man schon noch technische Kenntnisse, muss das Ganze zusammenlöten, die Verdrahtung, die Motoransteuerung. Das braucht schon seine Zeit. Das ist nicht so einfach. Mittlerweile ist es kein Problem. Man würde auch einen 3D-Drucker so im Handel bekommen. Der hat dann ein USB-Kabel, kann an das Notebook angeschlossen werden. Da ist auch eine Software dabei, die jetzt nicht mehr so viele Parameter braucht, dass man da über ein paar Dutzend Details Bescheid weiß. Inwieweit das allerdings klappt, dass man irgendwie mit einer solchen handelsüblichen Software, mit der normalerweise so Spielfiguren oder sonstige Sachen entstehen, inwieweit das klappt, dass das dann einfach so stimmt, das glaube ich nicht. Also das ist gerade in diesem speziellen mechanischen Fall, den man hier hat mit dem Liberator, schon notwendig, da sich Gedanken drüber zu machen und auch gewisses Hintergrundwissen mitzubringen, wie das in so einem Drucker entsteht. Nach mehreren Versuchen und Fehldrucken haben die beiden es geschafft. Die 15 Teile sind gedruckt. Doch werden sie auch als Waffe funktionieren? Erst einmal müssen Stützgerüste entfernt werden, die im 3D-Druck nötig sind. Dann fällt auf, dass die Teile zu grob sind und nicht exakt zusammenpassen. Mit geübten Griffen bearbeitet der Büchsenmacher den Lauf der Waffe. Das sollte eigentlich passen. Man hat durch dieses Schichtaufbau da unheimlich Toleranzen drin. Das kann also locker mal einen halben Millimeter abwandern, zur Seite gehen und Unterschiede drin haben in den einzelnen Druckvorgängen. Entsprechend ist eben dieses Stützmaterial und das ganze Schleifen noch damit verbunden. Also man kriegt keine perfekten Teile und schon gar nichts, was irgendwie eine Präzision hier für so eine Waffe ist. Einfach so raus, man muss da schon noch dran arbeiten, wie bei Metall auch. Also das muss dann schon noch ausgearbeitet und präziser gemacht werden. Aus den Einzelteilen die Waffe zusammenzubauen geht schnell im Vergleich zum langen Druckprozess. Auf den ersten Blick ist der Test gelungen. Sigmund Mittag hält eine Waffe in der Hand. Doch sein fachmännischer Blick erfasst schnell, sie ist nicht schussfähig. Wenn dieses Ding hier in der Lage wäre, einen Schuss abzugeben, dann würde das Ding einfach mal in seinen sämtlichen Einzelteilen zerlegt werden. Weil es ist ja keine Festigkeit da. Wenn ich jetzt hier reingucke, habe ich einen riesen Spalt hier drin zum Beispiel. Der Gasdruck, der kann sich in allen Richtungen ausdehnen. Das heißt, er sprengt dieses Ding einfach auseinander. Also wenn überhaupt, dann ein Schuss und das Ding wäre erledigt. Für alle Tage. Um eine Bedrohungssituation aufzubauen, würde ein Schuss genügen. Doch noch sind die günstigen 3D-Drucker zu unpräzise.
Wer mit solch einer Waffe schießt, gefährdet momentan sich selbst mindestens genauso wie sein Gegenüber. Ist so. Da brauchen wir noch nicht mal über die Details von Patrone oder was. Beim Hackerverein Chaos Computer Club beunruhigen Andreas Hubel andere Risiken. Also grundsätzlich fallen natürlich jetzt alle Sicherheitsmodelle von Leuten, die sich ausgedacht haben, die darauf beruhen, dass ein physikalisches Objekt nicht so einfach kopierbar ist, zusammen. Also man sieht das zum Beispiel bei Schlüsseln. Also in Städten gibt es diese Standardschlüssel von den Stadtwerken, damit eben die Handwerker und so weiter unten zum Zähler kommen oder aufs Dach zum Heizraum. Und das ist für eine Stadt meistens der komplett überall der gleiche Schlüssel. Und meistens auch relativ einfacher, also ohne irgendwelche Zusatzsicherheitsfeatures. Das heißt, jeder, der diesen Schlüssel irgendwie kennt, kann sich den auch nachmachen und einfach kopieren. Die Leute, die sich bei uns mit Schließtechniken und so weiter beschäftigen, sind zum Schluss gelangt, dass es einfach keinen Sinn macht, wenn man ein sicheres Schloss haben möchte, da sich rein auf die Mechanik zu verlassen. Heute will der Computerexperte versuchen, einen besonders heiklen Standardschlüssel nachzumachen, den einer Polizeihandschelle. Der Druckdatensatz stammt aus dem Internet und ist damit für jeden verfügbar. Mit einem simplen 3D-Drucker printet er die Vorlage. Der Schlüssel baut sich aus dem erhitzten Plastik auf. In nur 20 Minuten ist er fertig. Noch mutet das Bauteil grob an. Alle Handschellen, die produziert werden, haben den gleichen Schlüssel. Und die Sicherheit in dem Fall beruht darauf, dass die Herstellerfirma sagt, ich verkaufe diesen Schlüssel nicht an jeden, sondern nur an Behörden mit Sonderaufgaben und sonst irgendwas. Und das bringt halt in dem Fall jetzt nicht mehr allzu viel, weil man kann sich den Schlüssel sozusagen einfach online runterladen und ja, dann drucken. Sollte der kleine Plastikschlüssel funktionieren, stellt er ein echtes Risiko dar. Er könnte von keinem Metalldetektor erkannt werden. Und tatsächlich, der Schlüssel schließt problemlos die massiven Handschellen auf. Ich fand, dass dieses Beispiel sowas wie ein Warnschuss war, sprichwörtlich, sich wirklich auch mit den negativen Folgen davon zu beschäftigen. Und ich glaube, die negativen Folgen sind weniger die Waffe, die jemand druckt. Die Gefahren sind vielmehr, die davon ausgelegt sind, durch die Digitalisierung der Objekte. Und genau das ist die große Gefahr für die klassische Industrie, eben dass das, was einmal im Internet ist, egal ob es eine Waffe ist oder eine Kaffeetasse, von allen aufgenommen und eigentlich beliebig repliziert werden kann, ohne dass ich das mehr kontrollieren kann. Besuch's mir? Darf ich's mir? Wie beinahe jede neue Technologie ist die 3D-Drucktechnik Fluch und Segen zugleich. Wo geht die Reise hin? Das ist schwierig zu sagen. Dadurch, dass es ja eine Universaltechnik ist, die für so viele verschiedene Sachen einsetzbar sein wird, wissen wir noch gar nicht, was alles passiert. Aber das Spannende daran ist, man muss das vielleicht gar nicht beantworten, weil der Markt wird es entscheiden und der kreative Konsument, der sich überlegt, wofür möchte ich das denn heute nutzen, dann macht er das einfach. So wie hier in Berlin ist der 3D-Drucker zur Lieblingsmaschine der Kreativen avanciert. Die Zukunft ist in Arbeit und sieht ziemlich bunt und experimentell aus.